Hallo, nur mal zum Thema Überzeugen und überzeugt werden. Von was bin ich eigentlich überzeugt? Da ich von nichts überzeugt bin, kann ich auch gerade niemanden versuchen, von irgendwas überzeugt zu sein. Und irgendwen, der jetzt gar nicht da ist, außer mir selbst, von nichts zu überzeugen, wird wohl auch ziemlich schwierig werden. Also, ich kann mich ja nicht mal selber von was anderem überzeugen, weil ich ja nur das bezeugen kann, was Zeug ist. Ich kann ja nur Zeug bezeugen. Aber da ich eh nicht so interessiert bin in Zeug, bin ich nicht so überzeugt davon, dass das Zeug irgendwas bringen würde, mir was bringen würde. Ich bin auch gar nicht überzeugt, dass wenn mir was gebracht wird, es dann besser ist. Ich bin ja auch nicht überzeugt davon, dass es jetzt besser werden gut ist. Denn wenn was besser werden kann, dann kann es auch schlechter werden. Davon bin ich, glaube ich, jetzt überzeugt. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass ich jemanden anders überzeugen kann davon. Und ich bin auch nicht überzeugt, dass mich jemand davon was anderem überzeugen kann. So viel Überzeugungskraft, das hat keiner. Wer hat denn schon Überzeugungskraft? Und wenn, dann bist du ja auch nur von dem überzeugt, was du glaubst, was stimmen wird. Und wenn jetzt jemand sagt, das und das ist richtig, jetzt glaub an Gott und glaub daran, dass du für irgendwas kämpfen musst, dann bist du ja nur davon überzeugt, wenn du das auch bist, was du da glaubst. Aber jedem Glauben liegt ein Zweifel unterschwellig unter und jeder Überzeugung eine Nicht-Überzeugung auch wieder. Aber die Sehnsucht, die führt ja vor jeden Glauben und Zweifel, vor jedes Überzeugtsein hin, dahin, wo es niemanden braucht, der überzeugt sein werden muss oder was glauben kann oder an was zweifeln. Ja, so könnte es nicht sein oder auch überhaupt gar nicht oder vielleicht so absolut, dass es schon völlig jenseits von Bedeutung und Nichtbedeutung ist. Ja, da sage ich nur vielen Dank. Es kann alles sterben und gleich wieder neu geboren werden. Auf Wiedersehen.